Wer viel sitzt, kennt das Problem. Es kommt zu Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich, die im schlimmsten Fall zu chronischen Schmerzen führen. Wer etwas dagegen tun will, sollte sich bewegen, auch am Arbeitsplatz. Das heißt, dass ich auch mal mich hinstelle beim Telefonieren, dass ich zwischendurch aufstehe und meine Wasserflasche hole und trinke. Ich sollte Dinge in mein Leben einbauen, damit ich mich zwinge, mich zu bewegen. Zusätzlich machen Sie diese drei Übungen fit am Arbeitsplatz. Übung Nummer 1. Legen Sie einen Finger ins Kinn und bewegen Ihren Unterkiefer ganz leicht nach vorne, bis Sie eine Dehnung im Nacken spüren. Dann schieben Sie Ihr Kinn zurück in die Ausgangsstellung. Bei der zweiten Übung strecken Sie einen Arm waagerecht aus, die Handfläche zeigt zum Körper. Greifen Sie dann mit dem anderen Arm von unten an den Ellenbogen und ziehen den ausgestreckten Arm heran. Wiederholen Sie das Ganze mit dem anderen Arm. Zu guter Letzt strecken Sie einen Arm aus, die Handfläche zeigt nach vorne, der Oberkörper bleibt aufrecht. Mit dem anderen Arm umschließen Sie die Finger der ausgestreckten Hand und drücken diese in Richtung Körper. Wechseln Sie dann zur anderen Hand. Mit diesen kleinen Übungen bleiben Sie auf Dauer beweglicher und das gilt nicht nur für junge Menschen. Wir sind sowohl koordinativ als auch muskulär bis ins hohe Alter trainierbar. Und das sollten wir auch tun. Weitere Infos unter www.apropos-gesund.de.